Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über Fantasy Foot, also das neue Event, was jetzt demnächst kommen soll. Ich versuche das Video natürlich wie immer kurz und knackig zu halten, das heißt, das sollte maximal 4-5 Minuten gehen. Wer neu auf diesem Kanal ist, weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung und einen Kommentar da. Und wir fackeln gar nicht lang. Vielen Dank an alle, die immer supporten, alle Videos schauen, in den Streams am Start sind und. Kuss an jeden Einzelnen. Wir haben einen neuen Ladebildschirm bekommen für Fantasy Foot. Und zwar, seht ihr schon im Hintergrund, können die Karten bis zu 4 Upgrades bekommen. Also wieder ein Event mit Upgrade-Karten, was eigentlich sehr, sehr geil ist. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, Jungs, die Upgrades, die können erst ab dem 17. März starten. Das seht ihr hier unten. Das steht auch im Ladebildschirm, ganz, ganz wichtig. Und es zählen die 6 nächsten Ligaspiele, Jungs. Auch ganz, ganz wichtig. Keine Pokalspiele, keine Champions League, keine Europa League und. Nur Ligaspiele von dem jeweiligen Verein. Und zwar kann man die Karten ja schon am Freitag ziehen. Das wäre dann hier dieser Campaign Launch, also wenn das Event startet. Und zwar kriegt die Karte dann ein Upgrade, wenn die Mannschaft vom Spieler ein Spiel von den nächsten 6 gewinnt, kriegt die Karte ein Upgrade. Wenn der Spieler 3-mal spielt, dabei ist es egal, ob er nur eingewechselt wird für eine Minute oder von Anfang an spielt, dann kriegt er auch nochmal ein Upgrade. Für Stürmer und Mittelfeldspieler muss derjenige Spieler 2 Tore oder Vorlagen machen und für Verteidiger und Torhüter muss man 2-0 spielen. Wie gesagt, alles in den nächsten 6 Ligaspielen ab dem 17. März. Dafür gibt es dann das dritte Upgrade und das vierte Upgrade gibt es, und das ist mit das krasseste Upgrade, dass man in den nächsten 6 Spielen ungeschlagen davonkommt und dann gibt es sogar noch ein, ich sage jetzt mal, Bonus-Upgrade. Das heißt, ihr kriegt dann nochmal +1, also ein Upgrade und 3 neue Trades. Wenn ich weiß, was Trades sind, das sind die Eigenschaften von den Spielern, zum Beispiel Außenrissschuss, Finesse-Schuss und so weiter und so fort. Wie gesagt, alle Upgrades beziehen sich auf die nächsten 6 Spiele und manche davon sind sehr, sehr schwer. Also ich stelle mir das krass schwer vor, kein Spiel zu verlieren in den nächsten 6 Ligaspielen. So viel zu den Upgrades. Ich hoffe, das war verständlich genug. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wird es auch Heroes geben. Die Heroes, Beispiel jetzt Yaya Touré, es ist noch nicht safe, dass er kommt. Ist halt nur eine Prediction. Die Hero-Karten beziehen sich immer auf den Verein von dem Spieler, wo der halt am meisten gespielt hat. Da der Spieler ja nicht mehr spielt, fallen 2 Upgrades weg. Das heißt, der kann als Mittelfeldspieler keine Tore oder Vorlagen machen und der kann auch in den nächsten 6 Spielen nicht 3-mal Stamm spielen. Und ihr seht hier unten, es gibt nur die anderen 2 Upgrades. Das heißt, wenn Man City ein Spiel gewinnt von den nächsten 6 Spielen und wenn Man City halt kein Spiel verliert, dann kann er bis zu 2 Upgrades bekommen. Und Schluss jetzt mit den Erklärungen zum Event. Ich denke, das war verständlich genug. Es gibt auch schon 2 Spieler, die geleakt wurden und der erste ist Ginola. Ich bin gespannt, welcher Verein für ihn zählt. Aber Ginola wird safe im Foot Fantasy Event am Start sein und das ist sehr, sehr krass. Also der wird ja sowieso 5-Star-5-Star haben. Bin gespannt, mit was für Werten der kommt und wenn der bis zu 2 Upgrades bekommen kann, dann könnte die Karte sehr, sehr böse aussehen. Die zweite Karte, die geleakt wurde, und zwar wird Cordoba auf jeden Fall kommen. Die Stats sind natürlich nur Prediction. Ich denke nicht, dass Cordoba mit solchen Stats kommen wird, aber so ungefähr könnte der aussehen. Pace hatte der ja sowieso schon genug. Cordoba sieht auch sehr, sehr, sehr gestört aus. Bisher haben wir noch keine Spieler, die geleakt wurden, also wie gesagt, nur die 2 Heroes mit Ginola und jetzt Cordoba, aber ich denke, das wird morgen oder übermorgen im Laufe des Tages dann kommen. Also kurz vor dem Event werden ja die meisten Spieler geleakt. Wie gesagt, ich werde auf YouTube diese Shorts da hochladen mit allen Spielern und auf TikTok genauso. Also einfach nur TikToks, wo man die Spiele halt sieht. Deswegen da auf jeden Fall schon mal abchecken. Und falls ich es zeitlich schaffe, werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Was aber ein Hinweis sein könnte, ist, Ronaldo kam heute um 19 Uhr nicht in Team of the Week. Das heißt, selbst Ronaldo mit Al-Nassr könnte eine Fantasy-Foot-Karte bekommen. Weil ganz ehrlich, ein Hattrick als Stürmer, das sollte eigentlich ausreichen für Team of the Week. Außer, man kennt es ja, wenn EA denjenigen dann im Event dazu nimmt. Deswegen gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass Ronaldo auf jeden Fall im Fantasy-Foot-Event am Start sein wird. Ist aber, wie gesagt, nicht zu 100% geleakt. Und was auch jetzt, denke ich, morgen oder übermorgen kommen wird, ist die Man United gegen Liverpool Showdown SBC. Morgen haben wir ja Donnerstag, das heißt, das wäre theoretisch der letzte Tag vor Eventende. Deshalb gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass diese SBC halt am Donnerstag um 19 Uhr kommen wird. Also morgen. Das war es auch mit den ganzen Leaks, Erklärungen zum neuen Event. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung, Kommentar da. Wenn du auf diesem Kanal ist, weißt, was zu tun ist, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim Livestream. Wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen oder bis zum nächsten Video und haut rein!